Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Die Bullen marschieren weiter. Der S&P konnte letzte Woche ein neues Allzeithoch etablieren. Man sieht es, Nasdaq, S&P und Russell 2000 alle jeweils knapp im Plus geschlossen. Anleihen auf der anderen Seite, der Trend hier weiter negativ. Das TLT-ETF hat 2% verloren auf Sicht der Woche. Heißt aufgrund der inversen Korrelation, dass die Renditen weiter anziehen. Auch da hat sich jetzt im Vergleich zur Vorwoche vom Trend her wenig geändert. Wie es kommende Woche weitergehen könnte, wo die Chancen, wo die Risiken liegen, darauf werde ich wie immer hier im Video eingehen. Zu Anfang aber auch wie immer der Risikohinweis: Alles, was ich in dem Video sagen werde, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kauf- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Hier muss jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. Earnings fange ich wie immer an. Jetzt auch langsam wieder interessant. Earnings Season geht los kommende Woche. Wir hatten ja am Freitag oder ist letzte Woche schon losgegangen mit den Financials. Da hatten wir die ersten Banken, die gemeldet haben. Die Zahlen sind hier sehr gut angekommen am Markt. Sehr stark der Sektor am Freitag als Reaktion auf die Zahlen. Dann der Economic Calendar. Auch wieder einiges los kommende Woche. Und dann wie immer Setups. Wo sehe ich konkret Chancen für die kommende Woche? Am Anfang auch wie immer der Hinweis: Ihr findet in der Videobeschreibung Links zu unserem Discord-Server als auch zu meinem Twitter-Kanal, wo es dann auch unter der Woche jede Menge Updates zu den hier vorgestellten Inhalten gibt. Ja, Montag ist noch relativ still. Montag ist ja, ich glaube, Columbus Day in den USA. Also es ist irgendein, ich sag mal, eine National Holiday. Allerdings sind die Märkte geöffnet. Ganz normaler Handel. Kann sein, dass das Volumen etwas geringer ist. Das erklärt, warum. Und halt auch keine Zahlen dann. Am Dienstag geht es dann dafür richtig los. Vorbörslich United Health, City, Bank of America, J&J, Progressive, Charles Schwab, Goldman, also weiterhin sehr viele Financials, Interactive Brokers dann nach dem Close. Am Mittwoch liegt dann der Tech-Bereich los vorbörslich mit ASML. Interessant für den Halbleiterbereich natürlich. Dann morgen Stanley, Abbott Labs, Alcoa meldet noch und dann am Donnerstag nochmal was aus dem Halbleiterbereich, TSMC, sehr interessant. Und nach dem Close mit Netflix der erste größere Tech-Wert. Dann am Freitag noch Schlumberger, American Express, Procter & Gamble, Ally Financial. Also man sieht richtig was los. Die wirklich, ich sag mal, Market Moving, die Big Techs melden jetzt kommende Woche noch nicht. Allerdings haben wir natürlich sehr viele Unternehmen, die die jeweiligen Sektoren, in denen sie aktiv sind, definitiv beeinflussen können von der Price Action her. Ja, der Wirtschaftskalender nicht so voll wie letzte Woche, vor allem wieder sehr viel Fed Speech. Am Donnerstag haben wir Retail Sales und Jobless Claims, wie immer, da der Arbeitsmarkt ja aktuell wieder in den Fokus oder vermehrt in den Fokus der Fed rückt, sind Jobless Claims immer tendenziell ganz interessant, kommen immer am Donnerstag um 14.30 Uhr oder sind wieder interessant her. Und dann am Freitag noch die Building Permits und Housing Starts, heißt Housing Data für den September. Ja, aber keine wirklich relevanten Arbeitsmarkt die Woche, Arbeitsmarktdaten die Woche und auch keine Inflationsdaten. Das heißt, es ist ein eher ruhige Woche im Wirtschaftskalender. Treasury Auctions steht auch nichts Größeres an, lediglich Bills. Letzte Woche war der Markt sehr solide unterwegs. Wie gesagt, S&P konnte ein neues Allzeithoch etablieren. Man sieht die Financials extrem stark, was vor allem an den Zahlen lag, die dann am Freitag kamen. In der Wells Fargo nach Zahlen sehr stark, 10% im Plus in die Woche fast, auf die Woche. JP Morgan und Bank of America jeweils über 5% im Plus. Auf Big Tech-Ebene ging nicht so viel. Also Nvidia war sehr stark, generell der Halbleitersektor sehr gut unterwegs. Ansonsten sehr wenig Bewegung. Und Tesla, der größte Verlierer im Big-Tech-Bereich nach dem Robotaxi-Event, was dann tatsächlich doch eher so das, wenn man nur von der Price-Action ausgeht, das Uber-Event war, da die Uber-Aktie doch sehr positiv darauf reagiert hat. Im Vorhinein wurde ja so ein bisschen befürchtet, okay, wenn die jetzt hier wirklich schon so weit sind, welche Zukunft haben dann Dinge wie Uber, wie Lyft? Tatsächlich war es dann so, dass es vor allem wieder eher ein Smokescreen von Elon Musk war. Konkretes wurde im Endeffekt nicht gesagt, es wurde ein bisschen Show gemacht und danach wurde halt gesagt, let's party, ohne konkret irgendwelche Daten oder sonst was zu nennen. Dementsprechend die sehr enttäuschte Reaktion in Tesla, auf der anderen Seite die sehr starke Reaktion in Uber. Sektorentechnisch, der Cybersecurity-Bereich im Tech-Bereich ist definitiv positiv hervorgestochen, super stark gewesen letzte Woche, neues All-Time-High etabliert. Financials, wie gesagt, gut unterwegs, Halbleiter gut unterwegs, auch der Krypto-Bereich, die Krypto-Sympathy-Plays, allen voran MicroStrategy waren sehr solide. Der Software-Bereich, der IGB, ebenfalls auf neue All-Time-Highs ausgebrochen. Auf eben, also auf Seite der Verlierer, K-Web 8% verloren, China Internet. Das sieht jetzt erstmal wilder aus, als es tatsächlich war, gehe ich auch gleich noch im Chart darauf ein. Wenn man die Korrektur jetzt in Relation zu dem initialen Impuls setzt, dann ist das alles völlig im Rahmen und sieht meiner Meinung nach sehr konstruktiv aus. Der Solarbereich 6% verloren, hier gab es keine spezifischen News.
Versorger mal schwächer, also leicht schwächer, die liefen ja die letzten Monate, muss man schon fast sagen, extrem gut. Aber man sieht doch hier im Großen und Ganzen nichts Wildes. Marktweite definitiv gut gewesen letzte Woche. Ja, meine Watchlist für die kommende Woche, die werde ich wie immer posten in Discord als auch bei Twitter. Das heißt, schaut da auf jeden Fall gern vorbei. Und ich werde jetzt in Discord etwas genauer die Watchlist durchgehen, beziehungsweise die für mich interessantesten Werte und Sektoren. Angefangen aber mit den Indizes. Man sieht, der S&P gibt es wenig zu kritisieren. Auf neue All-Time-Highs ausgebrochen. Super solider Trend. Wie gesagt, gibt es wenig zu meckern. Der Nasdaq auf der anderen Seite noch nicht ganz an den All-Time-Highs. Könnte diese aber dann in der kommenden Woche testen. Hat jetzt am Freitag so ja, mehr oder weniger nicht auf Schlusskursbasis, aber Intraday zumindest neue Verlaufshochs etablieren können. Big Tech aktuell nicht ganz so stark, wenn man jetzt mal Nvidia raussetzt und den Meta. Dementsprechend leckt natürlich der ETF aktuell ein bisschen hinterher. Der IWM, der Russell, hatte am Freitag einen sehr guten Tag aufgrund der hohen Gewichte und der Financials, da die sich sehr gut geschlagen haben, hat der Index auch sehr gut performt. Im Großen und Ganzen ist hier aber das ja, Thema ganz, also weiterhin Range Trade, handelt in der Range, interessante Zone nach oben hin sind dann hier die Swing Highs und dann irgendwann vielleicht doch mal wieder die All-Time Highs aus 2021. Da sind wir aber noch ein gutes Stück weg, dementsprechend ja, weiterhin eher Vorsicht in dem ETF angesagt. Dann der RSP, auch ganz interessant, der Gleichgewichte der S&P 500, ebenfalls ein neues All-Time High etabliert letzte Woche, was für die Marktbreite ein super Zeichen ist. Weil der ETF natürlich im Gegensatz zum normalen S&P, hier ist quasi jeder Wert gleich gewichtet. Das heißt, man hat nicht so diesen brutalen Drall Richtung Big Tech und dementsprechend ist der aktuell auch ja, fast besser unterwegs als der normale S&P 500, da wie gesagt Big Tech aktuell nicht so anschiebt. Für die Marktbreite so oder so ein super Signal, wenn der Index am All-Time-High steht. TLT, ich habe es gerade schon angesprochen, heißt Bonds, Anleihen, weiterhin schwächer, der Trend hier weiter abwärts. Man sieht es im Endeffekt auch sehr gut, wenn man sich die 10-jährigen Renditen von US-Staatsanleihen anschaut. Die befinden sich jetzt zumindest kurzfristig wieder in einem Aufwärtstrend. Korrelation hier, wie gesagt, invers heißt, wenn der Kurs von der Anleihe fällt, steigt die Rendite und dementsprechend sind die aktuell fester. Der Markt impliziert hier im Endeffekt eins und das sehr deutlich, nämlich dass er nicht damit rechnet, dass es noch allzu viele Zinssenkungen in diesem Jahr geben wird, einfach weil ja, ich sag mal, weder Inflation noch der Arbeitsmarkt es wirklich hergeben. Also, ich sag mal, hergeben heißt, dass die Fed gezwungen ist, weitere Jumbo-Hikes, also 50 Basispunkte und mehr, umzusetzen und vor allem eben das lange Ende der Zinskurve, auf das die Fed überhaupt keinen Einfluss hat. Signalisiert hier recht deutlich oder die Marktteilnehmer signalisieren hier recht deutlich, dass nicht davon ausgegangen wird, dass es noch allzu viele Zinssenkungen in diesem Jahr geben wird. Dann Bitcoin, auch übergeordnet weiterhin in dieser elenden Seitwärtsphase. Es gibt trotzdem lustigerweise aktuell einige Sympathy Plays, allen voran MicroStrategy und noch ein paar kleinere, die sich ganz gut schlagen, trotz des eher durchwachsenen Bitcoin-Kurses. Sollten wir weiterhin, ich sag mal, diesen Risk-On-Modus, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, sehen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal die 70.000 bis Ende des Jahres testen. Dann dürften auch ja, ich sag mal, der breitere Markt, was die Bitcoin-Sympathy-Plays angeht, also die Miner, eine Riot, eine Mara, vielleicht wieder interessanter werden. Aktuell aber noch nicht. Dann auch noch wichtig zu erwähnen, die Edelmetalle. Ich habe jetzt hier nur Gold mit drin, aber Silber gilt genau das Gleiche. Und auch Kupfer zuletzt. Wieder deutlich fester. Letzte Woche, die letzten beiden Tagen der letzte Woche waren die jeweils sehr gut unterwegs. Der Trend im Goldchart natürlich absolut bullisch und knapp unterhalb der All-Time-Highs unterwegs. Dementsprechend auch hier die Sympathy Plays für die kommende Woche. Vielleicht wieder ganz interessant. Dazu gleich mehr. Meine erste Sektoridee, relativ basic, der IGV heißt im Endeffekt der Softwarebereich. Man sieht hier im Wiki relativ schön, wie gesagt, der Ausbruch auf eine All-Time-Highs hier sowas von geglückt letzte Woche. Es gibt wenig Bullischeres als neue All-Time-Highs, dementsprechend der Sektor natürlich definitiv interessant für Trades. Ich habe hier mal dabei eine Maple Bear. Ist ein ja, eher frischerer Wert, Ende letzten Jahres an den Markt gekommen, also oder halt relativ genau vor einem Jahr. Jetzt aus dieser IPO-Range ausgebrochen zuletzt und dementsprechend wenig Overhead-Supply. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier weitere Trendfortsetzungen sehen in den kommenden Wochen. Coupang finde ich auch ganz interessant. Ist ebenfalls zuletzt, wie man im Weekly hier sehen kann, aus so einer breiteren Range nach oben hin ausgebrochen. Hier gab es dieses Gap, wurde von einem Rating, also einem positiven bullischen Rating verursacht. Bildet jetzt aktuell so ein kleines Flying Island Pattern aus. Persönlich sehe ich das immer als relativ bullisch und kann mir auch hier gut vorstellen, dass wir neue Verlaufshochs sehen könnten in der kommenden Woche. Dann ein Wert, ein kleinerer Wert, Core Scientific. Der aus dem Bereich, so ich sag mal, ja, ist kein pures Bitcoin Sympathy Play, aber geht in die Richtung.
Mit MicroStrategy aktuell der stärkste Wert in dem Segment, konnte auch sogar neue All-Time-Highs etablieren am Freitag, auch unter relativ hohem Volumen, dementsprechend in Continuation Move hier ganz gut denkbar, meiner Meinung nach. Und dann last but not least eine Roku. Netflix meldet am Freitag, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man in der Aktie aktiv wird. Ich finde aber auch hier die Price Action zuletzt sehr konstruktiv und kann mir gut vorstellen, dass wenn die Swing Highs hier rausgenommen werden, ich sage mal um $80, dass wir hier einen Continuation Move sehen sollten. Wie gesagt, Netflix Earnings, die auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, die werden oder haben in der Regel einen Einfluss auf die Price Action der Aktie. Dann die nächste Sektor-Idee, ich habe es gerade schon angesprochen, Edelmetalle oder halt Metalle an sich. Edelmetalle, ich habe jetzt hier mal den iShares Silver Trust ETF mit dabei. Man sieht auch, der befindet sich übergeordnet weiterhin in dem Aufwärtstrend. Higher Low hier etabliert zuletzt. Der Referenz-Silberpreis sehr gut unterwegs. Dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier die Sympathy Place auf Aktienebene, beispielsweise eine ASM kommende Woche oder dass wir da mehr Stärke sehen in den nächsten Wochen. Sind hier dann oft kleinere Werte logischerweise, aber die haben halt auch deutlich mehr Momentum als die, sind mal die größeren Miner und die Idee ist im Endeffekt die gleiche, es ist ein Sympathy Play zum Referenzkurs des jeweiligen Metalls, das die Aktie abbildet, in dem Fall Silber, befindet sich kurz vor 9, ja, ich weiß gar nicht, All-Time heißt es nicht, aber 52 Wochen hoch dürften es sein, Continuation die Idee, wenn Silber weiterhin gut sich schlägt, gleiches gilt dann für Gold und Gold und Silber gehen ja meistens eh Hand in Hand, zumindest kurzfristig. CDI, Coeur Mining, ebenfalls ein relativ starker Wert aus dem Segment. Wenn da mal richtig Momentum reinkommt, sieht man hier immer relativ schön, dann bewegen sich die Aktien oft sehr schnell. Man muss die Moves allerdings auch sehr gut timen, erfahrungsgemäß. Dann noch ein Wert aus dem Goldbereich, New Gold, ebenfalls übergeordnet im Aufwärtstrend, jetzt zuletzt etwas korrigiert. Wenn sich der Goldpreis aber wieder Richtung All-Time-Highs bewegen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass auch der Wert hier mitzieht. Und da habe ich jetzt hier noch einen Wert drin, der hier definitiv, da habe ich das verwechselt. Southern Copper sollte hier noch rein, um auch einen Kupferwert mit dabei zu haben. Kupfer ist natürlich immer auch ein Stück weit abhängig von News aus China, da China der größte Verbraucher von Kupfer ist. Da die News hier aber zuletzt natürlich eher positiv sind oder sehr positiv sind, auch der Kupferpreis bzw. die Sympathy Place wieder sehr gut unterwegs und dementsprechend auch hier dann die Idee eines Continuation Moves in der kommenden Woche. Dann, ich habe es gerade schon angesprochen, der Cyber Security Bereich. Man sieht hier im Weekly auf der rechten Seite, dass der Breakout auf neue All-Time Highs aber sowas von geglückt ist, auch unter erhöhtem Volumen der letzten Woche. Interessante Werte hier, beispielsweise in der ClearSecure, also jetzt neben den Palo Altos, Fortinets, Zscaler, Cloudflare, CrowdStrike, die ich sag mal die bekannteren. Ich habe hier eher ein paar kleinere Werte mit dabei. ClearSecure ist auch so ein, ich sag mal, ein Recent IPO, das heißt Recent 2022 rum, aber auch zuletzt extrem gut unterwegs, jetzt auf neue 52 Wochen Hochs ausbrechen können. Ja, dementsprechend bullish. Dann Varonis Systems, die dürfte auch der eine oder andere schon kennen, übergeordnet einem starken Aufwärtstrend, ebenfalls neue 52 Wochen Hochs markiert zuletzt. Und dann last but not least SentinelOne ist ebenfalls ein kleinerer Wert, befindet sich hier an den, ja ich sag mal, Swing Highs aus Mitte September und Ende August. Soll es hier nachhaltig drüber gehen mit anhaltender Sektorstärke, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch hier weiteres Momentum sehen könnten. Dann zuletzt der K-Web, der China Internet ETF. Wie gesagt, letzte Woche ist er konsolidiert, kam mit einem schönen Gap rein, hat es dann aber die Lows im Endeffekt auf Sicht der Woche absolut halten können. Auch der Freitag wieder sehr stark. Es gab öfters Downgaps, die wurden dann aber im Laufe der Woche immer wieder gekauft. Per se ist mein gutes Zeichen. Wie gesagt, in Relation zu dem extrem starken Impuls zuletzt für mich die Korrektur. Gerade mal so Richtung 20 Day absolut im Rahmen. Es gab jetzt hier auch am Wochenende erwartet, muss man vormerken, neues Stimulus, was ja mal sehen, wie es dann ankommt, aber tendenziell wahrscheinlich weiterhin eher positiv. Und die Idee ist hier relativ simpel: Continuation Moves in dann den größeren Aktien, eine Alibaba als Beispiel oder auch eine JD, die dürften die meisten kennen. Ich habe jetzt hier nur Bekannte mit dabei und auch eine NIO. Und ich habe mal noch eine Futu mit dazu genommen, das ist ein Broker-Dealer. Gibt es dann auch noch ab Fintech, TIGR ist hier der Ticker. Und dann gibt es auch noch jede Menge kleinere Werte in dem China-Segment. Allerdings, was Vola angeht, da kann man sich auch an die großen Volumenstarken halten, weil auch die haben mehr als genug Volatilität. Muss jeder so ein bisschen wissen, was seine eigene Präferenz ist, was er sich zutraut, wie der Erfahrungswert aussieht. Aber ja, definitiv ein interessanter Sektor für die kommende Woche, schätze ich. Das war's von meiner Seite. Dann wünsche ich euch allen ganz viel Erfolg und gerne einen Kommentar da lassen, Like da lassen, Abo, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, mit Leuten, denen es vielleicht auch gefallen könnte. Und ansonsten liest man sich dann im Discord.